So, willkommen beim ersten Podcast von der SPA Bezahlinnerode. Und was für ein Startschuss, nämlich das Interview mit dem Nationalrat Roger Nordmann. Der Roger ist zu uns als Abendsevent in Appenzell diskutiert im Foyer Dal Cappuccino gekommen. Und er hat sein Buch präsentiert, Klimaschutz und Energiesicherheit, wie die Schweiz eine rasche und gerechte Wende schafft. Danach, wie es der Name vom Event auch sagt, hat es eine sehr lebhaftige Diskussion gegeben, wo er eine Frage nach dem anderen beantwortet hat. Und auch die Leute zwischeneinander ein bisschen diskutiert haben über das Ganze. Die Diskussion ist dann weitergegangen am anschliessenden Apero. Der Roger hat dann in dieser Zeit uns die Chance gegeben, dass wir doch noch ein paar Sachen mit ihm anschauen können und ein kleines Interview führen dürfen. Das Gespräch haben ich und Daniela Mitholzer, beides Mitglieder von der Parteileitung, dürfen führen. Wie erwähnt, hat es noch gleichzeitig ein Apero gegeben. Somit werdet ihr im Hintergrund ein paar Stimmen hören und ein paar Geräusche etc. Aber ich habe es so gut wie es möglich ist versucht, die Geräusche rauszuschneiden, aber ein paar wird man trotzdem hören. Aber es zeigt auch, es war ein sehr lebhafter Abend gewesen. Die Leute haben wirklich Freude gehabt und wer weiß, vielleicht lustet sie auch euch mal nächstes Mal vorbeizukommen, wenn wir so einen Abend wieder organisieren. So, das war jetzt genug Einführung gewesen und wünsche euch jetzt viel Spass beim Zuhören. Mich. Soll ich das auf Dialekt machen? Wie kannst du so machen, was, wie du dich am wohlsten fühlst, sagen wir doch am liebsten. Es kommt, ob ein Dialekt erträglich ist für Appenzellerinnen oder ob es unerträglich ist und also, Hochdeutsch. Ich komme ursprünglich aus Zürich und mich hat es irgendwie auch aus. Von dem also her. Es geht. Es wir sind offen. Okay. Ich probiere es. Also, danke, dass du gekommen bist, Roger. Es hat mich sehr gefreut. Danke. Ist ja nicht das erste Mal. Du bist ja schon vor 4 Jahren zu uns gekommen. Und das zu einem ähnlichen Thema, oder eigentlich das gleiche Thema, das Thema, das uns alle betrifft, Energie. Genau, und Klima. Und Klima. Und da fangen wir doch jetzt gerade an mit einer sehr simplen Frage, die du sicher nicht zum ersten Mal gehört hast. Ich meine, es ist das Thema von deinem Buch und es ist ja auch eigentlich der Untertitel von deinem Buch. Und ich lasse dich jetzt auch schwätzen, wie die Schweiz eine rasche und gerechte Energiewende schafft. Und ich überlasse jetzt dir das Wort. Eigentlich müssen wir investieren, weil 80% vom Klimaproblem, das ist ein Energieproblem, dass man fossile Energie verbrennt und auch ein bisschen Plastik verbrennt. Und in fast allen Feldern haben wir jetzt die Technologie, um erneuerbar zu fahren und viel effizienter zu fahren. Auch mit Strom können wir ein paar Probleme lösen, weil es ist ganz einfach, Strom erneuerbar zu ernten, Sonne, Wind, Wasserkraft oder vielleicht auch Strom aus der Biomasse oder aus der Geothermie. Und man kann in der Schweiz Strom ernten und verwerten. Und der Vorteil ist beim Strom, der Strom ist super effizient in der Anwendung. Eine Wärmepumpe ist 4-mal effizienter als eine fossile Heizung. Oder ein Elektromotor ist 4-mal effizienter als ein Verbrenner. Ja. Und das ist eigentlich die Transformation, die wir machen müssen. Natürlich gibt es Sachen, die schwieriger sind, wie zum Beispiel negative Emissionen von der Kehrichtverbrennung oder Zement ohne CO2. Das gibt es noch nicht. Und vielleicht dort müssen wir mit den negativen Emissionen arbeiten. Aber das, was man machen kann, sollte man machen, und zwar relativ rasch. Und natürlich gibt es Sachen, wo vielleicht auch das Verhalten zu ändern ist, wie zum Beispiel weniger fliegen. Aber das muss man auch machen. Vielleicht kommen dort auch eines Tages technische Lösungen, die haben wir noch nicht. Und darum empfehle ich zum Beispiel weniger zu fliegen. Das ist eher, oder ein bisschen weniger Fleisch essen. Auch wenn wir sind nicht gezwungen, auf null Fleisch zu gehen. Das ist nicht notwendig, aber in der aktuellen Landwirtschaft muss schon ein bisschen sich verändern, dass es weniger Emissionen gibt. Und es ist nicht so einfach technisch, eigentlich. Du hast es jetzt angetönt, es braucht technische Innovation zum einen und dann natürlich auch das Verändern vom sozialen Verhalten. Jetzt zu der technischen Innovation, das kostet Geld. Und wie willst du das lösen? Was sind so deine Ansätze? Eigentlich braucht es einen Neubau von unserem Energiesystem. Basierend auf Strom, schon eine Basis, aber man muss sehr viel machen.
aber dass gerade mit der Erneuerung, die sowieso ansteht, weil alle unsere Energieanlagen sind alt, sind in den 60er Jahren gebaut worden und es kommt sowieso in die Zeit der Erneuerung. Und man muss eigentlich enorm viel investieren und darum haben wir als die SP und die Grünen zusammen die Klimafondsinitiative lanciert, weil es geht um Investitionen, dafür kann man sich verschulden. Genauso wie man sich verschuldet hat, um die neue Alpentransversale zu bauen. Das ist ein Jahrhundertswerk und es macht Sinn, das per Verschuldung zu finanzieren. Und natürlich braucht es Innovation, aber die meisten Technologien, die man jetzt braucht, sind schon da. Natürlich kommen noch Fortschritte, zum Beispiel bessere Batterie oder besseres Zement und so weiter. Aber das Gros der Technologie sind schon industrialisiert, sind schon bereit und zum Durchsetzen. Zum Beispiel Null-Energie-Häuser, das kann man machen. Gute gedämmte Häuser, das kann man machen. Das ist, oder Elektroautos sind völlig banal zurzeit. Oder Solaranlagen sind ganz billig geworden. Und wenn es ums soziale Verhalten geht, also hast du dort auch Ideen? Dort wird ja wie auch ein bisschen anspruchsvoller. Natürlich. Ich mache immer den Vergleich mit Corona. In der Corona-Zeit haben wir müssen drastisch ein paar Verhaltensweisen ändern. Und das war nicht so angenehm gewesen. Für 3 Monate eine Maske zu tragen oder nicht ins Restaurant zu gehen, das geht, aber eigentlich geht es jedem auf die Nerven. Und die Vorstellung, man könnte das Klima- und Energieproblem mit Verhaltensanweisung lösen, ist sehr naiv. Es würde einfach auf die Dauer nicht klappen. Darum ist meine Vorstellung oder unsere Vorstellung, dass man das, was man technisch machen kann, soll man technisch lösen. Und die wenigen Verhaltensanweisungen, die man hat, soll man, oder die man toleriert, soll man dort fokussieren, wo es wirklich mit Verhalten, wo Verhaltensänderungen notwendig sind. Sprich, eben Fliegerei, weniger fliegen oder ein bisschen weniger Fleisch essen. Aber abgesehen davon gibt es Synergie zwischen Investition und Verhalten. Wenn ich in einen besseren Veloweg investiere, gehen vielleicht mehr Leute mit dem Velo zur Arbeit als mit dem Auto, zum Beispiel. Und in vielen Bereichen kann es auch einen gewissen Kulturwandel geben. Wenn es bessere Bahnverbindungen gibt, weil man investiert hat, gehen die Leute vielleicht weniger in den Ferien mit Flugzeug. Also es gibt Synergien zwischen Investition und Verhalten. Am Ende ist es völlig falsch zu sagen, Technik versus Verhalten. Es braucht beides und zum Glück haben wir die Technik, weil es gibt ein paar Bereiche, wo nur das Verhalten die Lösung ist. Und das ist nicht so einfach, Leute zu überzeugen, dass man das Verhalten muss ändern. Ich möchte da gerade reinschneiden mit dem Überzeugen, weil schlussendlich, wieso machen wir das Ganze? Wegen Klima? Eigentlich wegen dem Wohlergehen der Menschheit. Genau. Aber schlussendlich auch wegen dem Klima selber, weil etwas kommt auf uns zu. Also die Erderwärmung etc., das ist etwas, das uns alle betreffen wird. Und jetzt, wenn du es gerade vom Überzeugen hast, du hast mal erwähnt in einem anderen Interview, dass es sozusagen im Lager bei den Gegnern sozusagen zwei Parteien gibt, zwei Personen kann man so sagen, der Klimalügner, sagt das Wort ja schon etwas aus, und der Klimapessimist. Um ein bisschen mehr dazu zu sagen, der Pessimist wäre der, ja, was wollen wir jetzt noch machen, es kommt ja eh, es ja, bringt nichts. Und ich habe jetzt da wieder ein bisschen schauen, was du dazu sagst, wie holst du die Gruppen ab und ja. Also, wenn ich ganz frech bin, eigentlich gibt es zwei Sachen. Es gibt diejenigen, die das Problem leugnen und sagen, krass Problem, die Menschheit passt sich an und auch wenn es 6 Grad wärmer wird, ist das krass Problem. Das ist natürlich eine Vorstellung von sehr reichen Leuten, die sich das finanzieren können. Und auf der anderen Seite gibt es die Depressierten, die sagen, die Gesellschaft ändert sich nichts. Und ich finde, mit beiden Standpunkten kann ich nichts anfangen, weil auch die Pessimisten sind lähmend am Ende. Und es ist fast eine Allianz zwischen den Leugnern und den Pessimisten, weil sie sich untereinander unterstützen. Dabei hat die Schweiz in etwa 10 Jahren ein Viertel ihre Emissionen reduziert. Und es ist nicht so schlecht, also in 15 Jahren. Und jetzt geht es stark weiter. Dort, wo man beschlossen hat, wirkt es. Also man kann es machen. Natürlich ist es am Anfang ein bisschen einfacher als die letzten Millionen Tonnen. Die ersten Millionen Tonnen sind einfacher. Aber gleich, man muss es machen. Es geht vorwärts und es ist möglich.
Und ich würde nicht so in eine Depression verfallen. Es gibt einen rationellen Weg am Ende, dass man das beherrscht. Aber es kann schief gehen. Klar, das hängt von der Politik, von dem Verhalten, von der Demokratie, quasi von unseren Entscheidungen an Bürgerinnen und Bürger eigentlich. Und auf der anderen Seite von den KlimalügnerInnen und von den KlimapessimistInnen stehen ja quasi KlimaschützerInnen, die ja auch vielleicht gegen das eine oder andere sind. Also es gab beim Stromgesetz haben wir ja auch das Thema, dass quasi der Klimaschutz dann auch da zum Teil dagegen ist. Was hast du denn zu denen? Eigentlich, die betrachtet sich selbst als Biodiversität- und Landschaftsschützerin. Das ist ihr Echo. Und ich würde sagen, Landschaft wird sowieso vom Mensch geändert und unser entwickelter Lebensstil, also wohlhabender Lebensstil, hat sowieso einen Impact auf die Umwelt und auf die Natur. Die Frage ist nicht, krass Impact zu haben, sondern das Impact so klein zu halten und möglichst effizient zu sein. Und der Mensch hat immer die Umwelt modifiziert. Und jetzt, wenn man gerade die Biodiversitätskrise anschaut, ist eine ganz schlimme Krise, aber eigentlich die Voraussetzung, damit man die Biodiversitätskrise weltweit lösen kann, ist, dass man die Klimakrise auch im Griff bekommt. Sonst verschwinden sehr rasch Lebensräume. Wenn man bedenkt zum Beispiel an die kalten alpinen Lebensräume, mit der Erwärmung wird die Fläche, wo kalt bleibt, das ganze Jahr immer kleiner und die spezifische Biodiversität von der Alpen verschwindet nicht wegen drei Solarparks in der Alpen, die verschwindet wegen der Klimaerwärmung. Und auch wegen dem ändert sich rasch die Landschaft, wenn man bedenkt, wie rasch die Gletscher jetzt schwinden. Jetzt kann man am Rhone-Gletscher die Hölle nicht mehr bauen, weil der Gletscher zu dünn ist eigentlich. Das ist bezeichnet. Wir sind alle als Kind in der Gletscherhölle gegangen. Und jetzt, das wird es nicht mehr geben. Also es ändert sich sehr schnell. Das ist eine sehr tiefgreifende Krise. Und man soll nicht die Lösung von der einen gegen die andere Krise ausspielen, aber man soll schon eine gewisse Gewichtung machen. Und ich glaube nicht, dass die Solarparks ein grosses Biodiversitätsproblem sind, wenn man sie nicht gerade in Hochmooren baut oder so. Aber gleich, wir haben beschlossen, dass die Solarparks nicht mehr nach dem Rennenprinzip gebaut werden, sondern jetzt neu nach dem Planungsprinzip, das ist im Gesetz vom 9. Juni, dass der Kanton sorgfältig abklärt am Anfang, ob das Gebiet geeignet ist oder nicht und dass er die geeigneten Gebiete tut bezeichnen. Jetzt würde ich noch gerne eine Frage stellen, etwas, was mich persönlich sehr interessiert. Du hast es vorhin erwähnt und wir wissen es alle, es ist ja auch ein globales Problem, dass wir weniger fossile Energie benutzen. Im Buch hast du ja erwähnt, dass 82% weltweit noch fossile Energie benutzt. Das habe ich so gelesen. Vielleicht habe ich das jetzt gerade falsch verstanden. Ja, es kann sein, dass der gesamte Energieverbrauch noch sehr viel aus. Das stimmt, weil es gibt den direkten fossilen Verbrauch plus den indirekten über die Stromerzeugung. Und die Zahl kann ich nicht mehr im Kopf, aber die ungefähr die eine große Zahl. Ja. Können wir uns einigen, das ist eine große Zahl. Und etwas, was ja viel sagen, ist, was kann die kleine Schweiz ja schon da auf dem globalen Markt machen? Und du hast sehr schön ja mal erwähnt, dass wir finanztechnisch, weil wir am Finanzmarkt sind, können wir das beeinflussen. Ja, also das Buch ist eigentlich nur auf das, was innerhalb von der Schweiz passiert, weil wir müssen die Hausaufgaben nicht machen. Aber es ist klar, dass die Schweiz weltweit einen zweifachen Einfluss hat. Erstens über die Lenkung der Investitionen durch unseren Finanzplatz und das andere durch die technische Entwicklung. In gewissen Bereichen sind wir schon an der Spitze von der technischen Entwicklung und können da wesentlich mitmachen. Zum Beispiel in der Solartechnologie sind wir sehr gut in der Forschung. Nicht in der industriellen Umsetzung, leider, aber in der Forschung sind wir wirklich an der Spitze. Und es gibt ein paar andere, in der Haustechnik sind wir wirklich sehr gut. Es gibt ein paar Bereiche, wo man kann, oder jetzt in der Sonderung von der Aussonderung vom CO2-Absonderung von der Luft zur Speicherung, da sind wir auch nicht schlecht. Also es gibt verschiedene Bereiche, wo wir schon Spitze sind. Will ich noch eine Frage stellen? Und zwar, ich will trotzdem noch mal schnell auf das mit dem globalen. Und zwar,
Wir wollen ja eben schauen, dass der Rest der Welt ja auch schonbare Energie benutzt etc. Und etwas, was mich verwundert, ich arbeite in der Logistikbranche, speziell ich verzolle auch. Und etwas, was mir aufgefallen ist, ist, du weißt das sicher, Anfang des Jahres sind ja die Industriezölle weggefallen. Und das hat mich jetzt ein bisschen verwundert, weil jetzt rein theoretisch können wir ja jetzt von der ganzen Welt Güter importieren, wo ja auch von fossilen Energie erstellt worden sind. Denkst du, so etwas ist im Weg oder hast du da irgendwie Gedanken? Also das ist einfach eine Frage, die mich interessiert. Wir sind gegen die Abschaffung von der Industriezölle gewesen, vor allem aus finanziellen Gründen, weil es ist eine gute Einnahme vom Bund. Aber an sich, die bisherigen Industriezölle sind wenig gemacht umweltmäßig. Was ganz spannend ist, ist, was die EU eingeführt hat und jetzt hochfährt, nämlich, dass man den CO2-Inhalt von den Gütern, von den Ausrüstungsmaterialien wie Zement oder Stahl oder Kupfer oder solche, oder Solarpanel oder so, dass man das an der Grenze besteuert, falls sie nicht im Ursprung lang versteuert sind. Weil in der EU gibt es das EU-ETS, also die Pflicht für die Industrie, Emissionsrechtsposten. Und die Schweiz hat sich dem angeschlossen, genau dasselbe System, Austausch machen. Wir haben ein Abkommen mit der EU in dem Bereich. Und natürlich, die EU sagt, okay, aber wenn China Stahl zum Dumpingpreisen in der EU importiert, weil es gibt keine CO2-Besteuerung in China, dann tun wir die Besteuerung beim Einkommen im europäischen Raum erheben. Und das ist eigentlich richtig. Und die Frage, das ist eine parlamentarische Initiative von der grünen Kollegin Franziska Rieser. Die Frage ist, von St. Gallen, die Frage ist jetzt, ob man das auch einführt in der Schweiz. Nicht, dass die EU Schweizer Importe, also Importe aus der Schweiz sanktionieren, aber einfach zum Vermeiden, dass die Schweiz zur Umgehung genutzt wird und zum Sicherstellen, dass die Schweizer Unternehmen nicht benachteiligt werden gegenüber chinesischen oder indischen Unternehmen. Und ich finde, eigentlich macht das Sinn. Das ist auch ein Anspruch, dass es immer mehr Orte gibt, wo es eine CO2-Abgabe oder eine Form von der Besteuerung oder von der Verteuerung vom CO2 gibt. Weil für die Industrie ist das ein starkes Signal. Das ist eigentlich besser als undifferenzierte Industriezölle. Ja, wir wollen langsam zum Schluss kommen. Du hast erwähnt, du hast das Buch geschrieben und eigentlich ist ursprünglich die Idee gewesen, eine Broschüre zu schreiben. Wenn du jetzt nur die Broschüre geschrieben hättest, was wäre in dieser Broschüre? Was sind so die Kernpunkte? 80% von der Klimafrage ist eine Energiefrage. Um das zu lösen, muss man extrem viel in der Ernte von der erneuerbaren Energie im Inland investieren und in der Speicherung investieren. Und es gibt ein paar Punkte, die nicht mit der Energie zu tun haben, wie Kirchenverbrennungsanlagen. Und dort wird man die fossilen Emissionen von CO2 entziehen und einlagern im Boden. Und da, für all das braucht man viele Investitionen und die Investitionen müssen gerecht finanziert werden. Und das ist das Kernanliegen von dieser Klimafondsinitiative. Super, danke vielmals, Roger. De rien, merci zusammen. So, und da wären wir am Ende. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr habt das Ganze so interessant gefunden wie ich und Daniela. Natürlich ist es klar gewesen, dass wir das Buch oder gar die ganze Präsentation vom Roger nicht in den kleinen Podcast hineinstecken können. Falls wir jetzt aber bei euch das Interesse wecken und ihr wollt auch ein bisschen mehr erfahren, könnt ihr doch gerne das Buch vom Roger bestellen. Wir werden in der Beschreibung von dem Podcast das Ganze verlinken. Dort werdet ihr sehen, wo ihr es bestellen könnt. Und dann werdet ihr einen Link haben, wo ihr könnt zum Beispiel das E-Book dazu kaufen. Falls ihr auch mal an Appenzell Diskutiert teilnehmen wollt, dann schaut doch auf unsere Webseite www.sp-ai.ch immer wieder rein, da wir von der SP Appenzell Innerrhoden die Abende jeweils organisieren. Nur weil wir von der SP das organisieren, heisst das natürlich nicht, dass ihr auch ein Mitglied sein müsst. Alle sind willkommen. Wenn ihr aber natürlich ein Sympathisant werden wollt oder sogar ein Mitglied, sagen wir natürlich nicht nein. Das könnt ihr auch auf unserer Webseite machen. Dort habt ihr auch die Möglichkeit, auch nur eine Spende zu geben, damit wir so coole Events auch organisieren können.
Und so schließe ich das Ganze ab. Mein Name ist Sandro und ich bedanke mich, dass ihr doch reingelassen habt. Tschüss miteinander.